Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part MW2 Nuke oder Nuke Fail Terminal frei für alle, diesmal von vorne. Ja, kurze Anmerkung, ich habe mir in Japan dieses coole T-Shirt gekauft, ja. Es ist so ein Clown. Und auf der einen Seite ist halt, das sieht man jetzt sehr schlecht, bis gar nicht. Ist halt kein Auge, sondern so genäht halt. So genähtes Auge. Ja, und man sieht schon, ja, das von mir aus rechts. Das Auge bewegt sich. Ziemlich coole Geschichte. Feier ich übel. Das ist nicht das einzige T-Shirt, was es da gab oder was es gibt. Ja, und man kann einfach so rumlaufen und das Auge bewegt sich halt immer. Das ist ziemlich cool. Ich feiere das. Gut, aber jetzt im Gameplay. Ich bin schon gestorben, ne? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Auf jeden Fall war ich jetzt hier hinten. Ich war ja erst im Flugzeug. Das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, ich bin wieder zurück zum Flugzeug nachher gegangen. Ich kann mich selber nicht mehr genau dran erinnern. Aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wobei, wenn man ungefähr weiß, was passiert, kann man, glaube ich, ein bisschen besser kommentieren dazu. Aber wenn man sich das so anguckt, ohne zu wissen, was gleich passiert, ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich weiß auf jeden Fall, dass das auch gar nicht so ein schlechtes Spiel war. Aber ich bin richtig ärgerlich gestorben, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Das habe ich zwar schon halb gespoilert, aber ich bin mir, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher. Ich kenne das Ende des Gameplays nicht mehr. Ich bin übrigens nochmal gestorben gerade. Das heißt, ich habe 2 Kills. Ich habe in der Klasse, glaube ich, aber Hardliner. Das heißt, ich müsste bis 1400 kommen. Okay, hat sich erledigt. Ich habe es dann noch weiter probiert, weil ich hätte sie noch bekommen können. So rein von der Theorie. Zwar nicht zünden, aber es geht ja nicht darum, sie zu zünden immer, sondern wenn man die Nuke so hat von den Punkten her, da hat man sie ja trotzdem erreicht. Auch wenn man sie nicht gezündet hat, hat man sie ja auch bekommen. Wow, ich sehe gerade der Turm von den Spielen. Ziemlich schräg, das sollte ich gleich mal ändern. Jetzt war ich hier in der Mitte. In der Mitte ist eigentlich ziemlich gut, ne, weil man da richtig gut alles halt von der Map abchecken kann, so alle Richtungen. Ist halt auch gefährlich, weil wenn sie da jetzt hinter mir so ungefähr hier links, wenn sie da oben drauf sind, können sie einen ja auch, wenn sie nicht total schlecht sind, können sie einen halt auch holen. Oder aus dem Flugzeug. Oder halt von rechts. Von da eher ja weniger, außer ich push raus. Okay, das ist aber doch ein anderes Gameplay, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich wäre da so beim Flugzeug mehr, aber ich bin hier mehr in der Mitte. Aber ich glaube, ich verpiss mich da gleich. Wäre auf jeden Fall schlau, sich gleich zu verpissen. Aber ich habe halt noch gewartet bis zum Chopper. Also hier gewartet bis zum Chopper, aber die haben es auch irgendwie nicht gerallt, habe ich so das Gefühl gehabt. Weil, naja, ich bin da ja schon die ganze Zeit gewesen und sie, weiß ich nicht, die laufen einfach dran vorbei und checken überhaupt nicht. Jetzt bin ich ein vorm Chopper. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Harrier macht den sogar noch. Oder muss ich selber noch loslaufen? Ich glaube, wir warten einfach. Ne, der Harrier ist weg, ich musste selber loslaufen. Wow, okay. Ich lege mich auch einfach hin. Der Sniper war da halt immer noch. Der ist halt nicht hochgegangen davon. So. Chopper am Start. Er ist auf Terminal. Ja, ich weiß nicht. Bin ich gerade gestorben? Ich bin gerade gestorben von einer Predator. Wow. Okay, das ist das Gameplay, wo ich von der Predator wieder gestorben bin. Im Chopper. Da hatten wir ja schon im ersten Part. Im zweiten bin ich ja rausgeflogen. Und jetzt werde ich wieder von der Predator geholt.
Ja, doch, ich erinnere mich. Und ich glaube, der Chopper, mit dem habe ich sogar den letzten Kill erreicht. Heißt, der Chopper hätte zur Nuke gereicht, wäre ich nicht gestorben. Also von Predator. Jetzt kann man natürlich sagen, du hast dich da irgendwie, ja, scheiße hingelegt. Aber wobei, so scheiße finde ich das da gar nicht. Oder fand ich das halt nicht. Ich dachte, ja, da ist doch gar nicht so scheiße. Da legst du dich hin und dann kannst du da gemütlich deine Nuke holen. Hat ja keiner Ahnung, dass der wieder eine Predator bekommt überhaupt und dann auch noch mich holt. Das ist zum Heulen. Aber gut, das war's jetzt hier schon wieder. Ich würde sagen, es wird diesmal jetzt wirklich Zeit für eine Nuke. Ich weiß aber nicht, was das nächste. Ich werde jetzt auch keine Nuke rausholen, sondern einfach so, wie ich es aufgenommen habe, nach Reihenfolge. Heißt, wenn jetzt, wenn ich eine Nuke als nächstes erspielt habe, kommt die. Aber wenn es auch wieder ein Fail war, dann kommt halt auch der Fail. Ne? Ich mache jetzt nicht auf Krampf einfach eine Nuke rein. Ich mache es halt so, wie ich das aufgenommen habe. Und ja, hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann aber auch beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich. Vielleicht auch mit dem T-Shirt wieder. Ich feiere das immer noch, ne? Ich weiß gar nicht, wie das so ist, wenn ich so weggehen würde. Ob die Leute denn gucken würden? Weil ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland gibt. Die waren halt da normal im Laden, einmal kurz noch, ne? Nebenbei. Die waren da halt. Ich war ja, ne, Tokio und da sind halt alles so riesen Gebäude, wo man, keine Ahnung, achtstöckig dann einkaufen kann. Und da standen die, ich glaube, im sechsten Stock, einfach so zwischendrin bei den Spielen. Also bei, nicht nur bei Konsolenspielen, sondern halt alles Mögliche an Spielen. Und da standen die, hatten so einen kleinen Stand, aber auch nur. Die waren aber auch, glaube ich, nur an dem Tag da. War also ziemlich gut, dass ich auch nochmal da war. Und habe ich das so gesehen und dachte mir so, das muss so haben. War auch nicht so teuer. Einfach eine coole Idee, finde ich. Ist jetzt auch nicht, ja. Ich meine, es ist halt so eine coole Idee an sich, aber man muss es ja nicht übertreiben, so, ne, sage ich mal. Ich meine, wenn man davon sich ein paar verschiedene T-Shirts holt und so, ist ganz cool. Aber man muss jetzt nicht jeden Tag mit dem T-Shirt rumlaufen, weil das so, oh, es ist so toll. Ja, wisst ihr, versteht ihr? Man muss halt trotzdem immer noch, es ist eine coole Idee, aber man muss ja nicht wirklich, man muss ja nicht übertreiben, oder? Wenn man das so mal zwischendurch anzieht, man kann das halt auch einfach so normal anziehen. Ne? Ist ja nichts bei. Gut, aber ich bedanke mich jetzt hier wirklich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen und wir schauen mal, was beim nächsten Mal passiert. Bis dann und ciao.